Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Heute bauen wir einen Hängeschrank für den Bus. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Gleich geht's los. Als nächstes werden wir hier auf die komplette Länge einen Hängeschrank anbringen. Der soll 2 Meter lang werden, 20 hoch und 20 tief. Hier habe ich schon ein Brett. Das soll dann ungefähr so aussehen. Ich stelle es mal auf den Kopf, dann hält es vielleicht. Genau, hier soll der Hängeschrank hin. Und der soll vorne auch mit dem Bett 2 Meter lang genau abschließen, dass ich vorne eventuell, wenn mir der Stauraum nicht reicht, vorne zwischen Bett und Frontwand noch ein Regal hinbekomme. Und als erstes sieht man da hinten schon, da hinten ist noch der Kabelschacht. Den muss ich jetzt erstmal ausschneiden von der Bodenplatte hier. Das Brett ist jetzt an der hinteren Seite bereits ausgeschnitten und jetzt habe ich mir hier schon 2 so kleine Klötzchen zurechtgeschnitten. Also das Regal soll ja 20 von der Decke runterhängen, 20 cm. Und diese Klötzchen werde ich jetzt einfach hier von unten mit 35, na machen wir 45, dann hält es besser, 45 mm Schnellschrauben einfach von unten verschrauben. Jetzt werde ich das Brett erstmal hinhalten und werde erstmal wieder gucken, was ich hier fabriziert habe, weil hinhalten ist immer besser als ausmessen. Damit das Regal auch wirklich schön stabil wird, werde ich hier keine Winkel verwenden. Also wenn ich hier hinten jetzt zum Beispiel die Winkel draufsetze für die Wandbefestigung, habe ich ja hier, kann ich maximal 18er Schrauben benutzen. Wahrscheinlich, das Brett ist 18 mm stark, wahrscheinlich sogar nur 16 mm. Daher mache ich Folgendes, ich ersetze den Winkel einfach durch ein 34 x 34 mm Kantholz. Das werde ich jetzt von hier unten verschrauben mit 35 mm Schnellschrauben und dann halt in die Wand verschrauben mit 45er Schrauben. Und jetzt werde ich diese lustige Konstruktion erstmal punktuell temporär fixieren an der Decke bzw. an der Wand. Und ich bin wieder alleine, das heißt, es wird wieder ein richtig schöner Spaß. Hinhalten und gleichzeitig schrauben. Ich freue mich. Ja. Zum Glück habe ich die Schrauben schon vorgeschraubt. Okay, aber das Regal, der Boden hängt jetzt schon mal. Oben natürlich noch, vorne sieht man, jetzt wackelt noch ein bisschen, kommen natürlich noch mehr Schrauben rein und oben noch die Winkel hin. So, das ist jetzt schon gar nicht schlecht, also von der Stabilität her und von der Ausrichtung her. Ich habe auch schon gemessen, also ich habe hier genau auch das Maß, was ich haben möchte, genau 20 und ich bin zufrieden. Jetzt noch hinten an den Pfosten endgültig befestigen, die Unterkonstruktion, und dann ist die Sache eigentlich fast schon fertig, würde ich sagen. Fehlt nur noch vorne dann halt die Tür. Jetzt ist quasi die Unterkonstruktion komplett fertig und jetzt habe ich mir hier schon ein kleines Brett zurechtgesägt, hier mit einer Blende, das passt da genau rein. Das werde ich jetzt, Moment, gerade wäre schön, so, deshalb seht ihr hier hinten schon, habe ich einen kleinen Winkel und von vorne
werde ich es einfach mit Schnellschrauben verschrauben. Hier liegen schon meine Schräubchen. Und zwar einmal von unten und einmal von vorne. Das gleiche passiert jetzt hier vorne. Also hier kleines Brettchen, zack rein. Dann habe ich es hier auch hübsch. Weil wenn man hier sieht, ich muss hier ein kleines bisschen nach vorne, also hier in die Richtung reinrutschen, weil hier vorne ist der Holm und da geht die Klappe nicht vor. Also mache ich hier auch noch ein kleines Brettchen rein. Als nächstes habe ich mir eine Leiste zurechtgeschnitten. Die gehört dann oben rein und hier habe ich schon mal die Scharniere angeschraubt. Hier sieht man jetzt die Leiste. Diese Leiste ist zwingend notwendig, weil wenn hier vorne die Tür dran hängt, dann muss ich die ja noch aufkriegen können. Ja, wenn ich die Scharniere jetzt ganz an die Decke schraube, dann würde die Tür auch oben an der Decke anstehen und dann würde ich sie nicht aufbekommen. Schlau ist es natürlich auch, vorher schon die Schrauben sich vorher anzudrehen. Dann braucht man die Leiste quasi nur halten und dann festschrauben. Als nächstes, hier sind die Scharniere. Einfach an den Scharnieren, hinten sieht man es auch, dann halt das Brett befestigen. Einfach ist immer gut, vor allem, wenn man alleine ist. Es gibt nichts auf der Welt, was ich lieber tue, als Türen einbauen. Schön mit dem Kopf festhalten, dann hat Schraube und das Beste hoffen, dass es klappt. Ich weiß nicht, ob man das ganz genau sieht, aber hier habe ich jetzt das erste Plättchen für den Verschluss. Also quasi hier jetzt nicht für den Verschluss, sondern damit die Tür oben bleibt. Das ist einfach nur so ein Magnet. Ich glaube, der kostet 1,30 Euro oder irgendwie sowas. Also wirklich kein Geld. Und der hält mir die Klappe offen, wenn ich stehe. Allerdings, bevor ich den zweiten Verschluss dran mache, mache ich hier noch eine kleine Leiste vorne an den Schrank hin. Das hat einfach den Sinn, wenn während der Fahrt irgendwie, wenn ich in einer Steilkurve unterwegs war und hier fällt irgendwie mal was um, dass wenn ich die Klappe aufmache, dass mir nicht gleich alles ins Gesicht fällt. Daher vorher noch eine kleine Leiste vorne hin, dann kann da nichts passieren. Die verschraube ich auch wieder einfach mit 35 mm Schnellschrauben. Einfach von unten. Und dann ist die auch fest und ich bin vor lawinenartigen Dingen, die hier aus dem Schrank kommen, wenn ich ihn öffne, geschützt. Hier oben komme ich natürlich jetzt im Leben nicht mit dem Akkuschrauber rein, deswegen habe ich hier so einen kleinen. Das macht richtig Spaß. Da habe ich richtig Lust drauf, mit der Hand so diese Schraube da rein. Oh, super. Sehr gut. Hält. Hält. Und somit ist der Schrank fertig. Also ich muss sagen, das ist wirklich auch eine super Lösung. Also ich finde es jetzt eigentlich ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so ist der Schrank jetzt zu und so ist er auf. Die Frage, und das ist auch wieder mega stabil. Die Frage ist natürlich, wie sich das jetzt im Praxistest dann noch herausstellen wird, ob das wirklich so geil ist oder nicht, mit einem so einem Teil. Ansonsten werde ich umschwenken auf zwei und werde links und rechts werde ich einen ranmachen zum Schließen und links und rechts auch einen zum Öffnen. Die gibt es auch noch in Braun, also nicht in Weiß, sondern in Braun. Ich glaube, das wäre sogar noch ein bisschen hübscher, zwecks der Optik. Aber wie gesagt, wenn das für einen Praxistest reicht, dann werde ich den hier einfach umtauschen in einen braunen. Und dann ist es vollkommen ausreichend. Auf, zu, auf.
tipptopp. Zum Schluss sage ich noch mal was zur Arbeitszeit und zu den Kosten. Also Arbeitszeit hatte ich hier ungefähr 4 bis 5 Stunden, also mit Flamen, Sägen, Zusammenbauen, Aufhängen. Das ist, glaube ich, wirklich in Ordnung. Kosten, das Holz hat ungefähr gekostet, ja, so 20 Euro würde ich mal denken, wo ich dazu sagen muss. Das Einzige, was ich wirklich gekauft habe, war 2 Bretter und einmal dieses Brett und einmal das Bodenbrett. Den Rest habe ich aus dem Verschnitt, das hier schon angefallen ist, beim Ausbau gemacht. Und ich denke mal, Holz waren so 20 Euro. Hier die Magnetverschlüsse. Einen Euro. 2 Stück habe ich verbraucht. 2 Euro plus ein bisschen Schrauben plus 2 Scharniere vorne und hinten. Ich denke mal, ich bin so bei 25 bis 30 Euro gelandet. Und da sind wir schon wieder bei einem Preisverhältnis, wo ich sage, das gefällt mir sehr gut. Für einen 2 Meter langen, 20 cm tiefen und 20 cm hohen Hängeschrank 30 Euro ist man gut dabei. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es diesmal ein etwas kürzeres Video war, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder abonniert den Kanal oder am besten beides. Und wenn ihr die nächste Folge des Kastenwagenausbaus nicht verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Ich bin der Scar von den Camping Cowboys. Bis zum nächsten Mal.